Beim 7. Fortbildungstag des DRK-Kreisverbandes Göppingen machten sich am 9. April die ehrenamtlichen Rotkreuz-Mitarbeiter in mehr als 20 verschiedenen Kursen fit. Neben dem richtigen Umgang mit Feuerlöschern und den Einsatzmöglichkeiten von Tapes ging es auf dem Gelände der Bereitschaftspolizei Göppingen unter anderem auch um Schuss- und Messerverletzungen. Rund 120 Helfer aus ganz unterschiedlichen Einsatzgebieten und Ortsvereinen waren zum Gelände der Bereitschaftspolizei Göppingen gekommen. Die Teilnehmer zeigten sich wie in den Vorjahren begeistert vom großen Fortbildungsangebot des Roten Kreuzes. Hilfreich, motivierend und interessant seien die vielen Kurse gewesen, sagten sie am Nachmittag zufrieden. Auch die Kleinen sind auf ihre Kosten gekommen.